herzlich willkommen zur Startup-Woche der Villa Weversbusch. Wir freuen uns sehr, dass ihr das Ganze schaut und euch dafür auch interessiert, was wir hier bei uns alles an der Schule machen. Wir haben momentan ein sehr spannendes Projekt bei uns an der Schule. Es geht um Startups und Firmengründungen. Wir möchten unseren Schülern und Schülerinnen den Unternehmergeist und innovatives Denken und ja, einfach diesen Spirit mitgeben, dass die auch mal sich was trauen und eine Firma zu gründen und ihren eigenen Ideen nachgehen zu können. Das ist unser Ziel, dass wir das den Schülern näher bringen. Es ging los mit einem Besuch beim Ruhr-Summit in der Jahrhunderthalle in Bochum. Da sind dann die Klassen 8 bis 11 hingefahren mit unseren Schulbussen und konnten dann dort den Tag verbringen und sich schon mal inspirieren lassen von der ganzen Startup-Welt, die dann dort zusammengetroffen ist. Bei uns ging es dann am darauffolgenden Tag für alle Klassen los mit ganz inspirierenden Persönlichkeiten. Wir hatten einmal den Herr Jakob Fati bei uns zu Besuch. Sowie der Herr Carsten Buschmann. Das Ganze diente dann als Input, um die Schüler zu inspirieren, dann auch wirklich ihre eigenen Ideen zu verfolgen und auch nicht zurückzuschrecken vor möglichen Hindernissen wie Rechtsform, Firmengründung und so weiter, was ja oft als abschreckend gilt. Aber die Schüler sollten dann da einfach loslegen und dann auch ihren Ideen irgendwo freien Lauf lassen. Unterstützt werden wir da vorbei vom Ruhr-Hub in Essen und die haben uns Sprecher gestellt. Unter anderem kam heute der Nelson Ribas und hat dann einen kleinen Vortrag über die Geschäftsmodellentwicklung gegeben. Und das Ziel ist jetzt, dass unsere Schüler ein eigenes Geschäftsmodell entwickeln. Die vier besten Startups oder Startup-Ideen durften dann am darauffolgenden Tag nach Essen zum Ruhr-Hub fahren und dann dort vor einer Investorenjury pitchen. Es ist unglaublich wichtig, das Thema Startups in der Schule zu behandeln, weil wir hier eine ganze Reichweite an Kompetenzen mit abdecken können, die den Schülern eine Lebensnähe bieten, die wir sonst mit dem Unterricht kaum erreichen können, weil irgendwo können sie ihre eigenen Ideen dann entwickeln und müssen das Ganze im Team machen, sie müssen kreativ denken, sie müssen Probleme erkennen und Lösungen dazu suchen und es ist einfach ein unglaublicher Mehrwert, diesen Unternehmergeist mit in der Schule zu fördern. Schüler haben kreative Ideen und wir müssen denen den Rahmen bieten und die Zeit vor allen Dingen, diese Ideen dann auch zu verbreiten und auszuleben. Dazu lernen die Schüler natürlich auch ihre Unternehmen zu gründen. Sie verstehen, was dahinter steckt, ein Unternehmen zu führen. Das wird ihnen auch in ihrem weiteren Leben von großem Nutzen sein. Jeder hat gute Ideen und es gilt nur, sich zu trauen. Man darf nicht zurückschrecken vor Hürden, die man vielleicht sieht oder die man in seinem Kopf hat, sondern man muss es einfach auch irgendwo machen und sich daran wagen. Weil wir können das Ganze nur unterstützen, seine eigenen Ideen zu verwirklichen und es können tolle Projekte daraus entstehen. Selbst wenn es nicht funktioniert, auch aus dem Scheitern wird man lernen und das beim nächsten Mal besser machen.